Hallo zusammen. Mindestens eine Partie aus der ersten Liga wollte ich euch ja noch zeigen. Und da ist jetzt meine Auswahl auf so ein Spiel gefallen, was durch so ein kurioses Missverständnis eine ganz besondere Note bekommen hat. Hinterher ließen die üblichen Verdächtigungen natürlich nicht lange auf sich warten. Mensch, warum hast du nicht so gespielt? Ja, nee, ich frag dich, warum hast du nicht so gespielt? Und schon waren wir drin in der herrlichsten Diskussion und Analyse. Also eine ganz lustige Situation, die so auch sicher nicht wiederkehrt, aber das ist ja gerade das Salz in der Suppe. Bevor wir dazu kommen, hier nochmal der Hinweis auf meinen Instagram-Account. Der könnte noch ein paar Follower gebrauchen, gerade wenn ihr euch auch für Skat interessiert, für die Bundesliga, vielleicht die Spieler, die Stimmung, die da herrscht, dann schaut da mal drauf. Da habe ich jetzt gerade am Wochenende eine Handvoll Schnappschüsse gemacht, sage ich mal. So wahnsinnig viel Zeit habe ich dann auch nicht, da alles abzufotografieren, muss ja auch noch spielen. Aber wer bei mir am Tisch war, dem konnte es passieren, dass ich ihn in den Fokus genommen habe. Hier zum Beispiel Deni, der wollte an sich gar nicht so erkannt werden. Und da haben wir ein schönes Foto ausgesucht, wo man einfach auch die Dynamik von diesem Spiel sieht und wo er ein wenig sein Inkognito wahren kann. Aber natürlich nur ein bisschen. Wer ihn kennt, der wird ihn wohl trotzdem erkennen. So, das dazu. Dann schauen wir uns jetzt mal die Verteilung an. Ich bekam in Mittelhand folgendes Blatt. Bei 18 wurde ich auch schon Besitzer und habe ausgesprochen schlechte gefunden. Es blieb also bei einem Sechstrümpfer in Karo, zwar mit den mittleren Buben, aber ohne Trumpf Volles und die Beikarte sehr, sehr löcherig. Ass, Lusche, Kreuz, 10 Lusche, Herz, Doppel, Lusche, Pik. Normalerweise in dieser Sechstrumpf-Situation mit einem bestellten Ass und zwei weiteren Zwillingen in Mittelhand ist es ziemlich erfolgsversprechend, ein und ein zu drücken. Hier gerade die Herz 10 zum Beispiel mit in den Keller und die Pik Lusche. Das sieht zwar erstmal ein bisschen komisch aus, ist aber für die Gegner schwer zu lesen, da sie nicht im ersten Stich eine Stechfarbe bereits finden können. Entwickelt sich auf diese Weise das Spiel häufig sehr gut. In dem Fall war mir das jetzt aber ein bisschen zu, ja, schwach, das Blatt, um mit dieser Variante vorzugehen. Da hätte ich dann wenigstens mal einen Trumpf vollen haben müssen. Habe ich gedacht, dass ich dann vielleicht auch einfach über die Abgabestiche zu leicht das Spiel verliere, dass ich es den Gegnern damit nicht schwer genug mache und habe mich deswegen lieber für eine Alles-oder-Nichts-Variante entschieden oder eine, die diesem Ansatz näher kommt und habe Pik Doppellusche gedrückt, in der Hoffnung eben, dass im Spielverlauf die Herz 10 freigespielt wird und ich darüber dann über 1, 2, 3, 4 Abgabestiche das Spiel knapp gewinnen kann. So, Karo also Trumpf, Aufschlag war Kreuz Lusche. Nun ist das Spiel nicht stark genug, um da gleich rauf zu gehen. Also geschnippelt, Chance ergriffen. Hinten fiel die Dame, also ausgespielt aus 10 König. Und das Spiel ging sofort los, Kreuz Lusche zurück. Also Kreuz Lusche König von mir das Ass. Definitiv der siebte Kreuz, die Kreuz 10 ist noch hier. Ich bin aber meine Lusche erstmal auf drei Augen losgeworden, habe also keinen Grund zu klagen. Der Aufschlag war schon mal gelungen. Dann ziehe ich jetzt einen Buben, will natürlich, wenn es geht, in Hinterhand kommen. Und auch das hat funktioniert, denn der Kreuzbube saß hinter mir. Kreuzbube, Trumpf 10 auf 17 Augen. Und jetzt kommt natürlich der Moment, wo es interessant wird, wo sich klärt, ob dieses Spiel eine gute Chance hat oder eher eine ausgesprochen bescheidene. Welche Farbe wird jetzt getroffen? Und leider zu meinem Unglück kam jetzt Pik auf den Tisch, Pik Lusche, Pik Ass. Naja, ich kann zwar jetzt das Ass stechen, aber damit ist hier natürlich die Karte komplett verraten. Es ist schon bekannt, dass ich zwei Kreuzen habe und wo ich jetzt Pik Ass gestochen habe, ist natürlich klar, dass ich jetzt nur noch Herz in der Beikarte habe. Wie viele Trümpfe ich habe, das werden die Gegner in den nächsten ein, zwei Zügen natürlich auch rauskriegen und dann muss mir klar sein, dass meine Beikarte aufgeflogen ist und dass die Herz 10 jetzt so gut wie keine Chance hat, nach Hause zu gehen. So, nun habe ich aber mal durchgezählt und festgestellt, Mensch, die anderen haben ja erst 17 Augen liegen. Da kann ich mir sogar noch einen Trumpfunterzug erlauben, denn irgendwie hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt hier von oben hin lang den Trumpf vollen bekomme, aber selbst wenn, dann kann dafür der nächste volle, etwa Pik 10, wieder auf den Bubenstich noch verwimmelt werden. Hilft mir also auch gar nicht unbedingt, selbst wenn ich ihn bekäme. Aber wenn ich ihn von unter durchziehe, die Gegner erst 17 liegen haben, dann nochmal 13 Augen dazu auf 30, dann können sie doch gerne noch hier ihre 28 Augen in Herz bekommen. 58 kann also ganz knapp noch für mich gewonnen werden, habe mich also entschieden, hier
mit möglichst ein wenig Kontrolle von unten zu spielen. Jetzt ein sehr starker Zug vom Spieler hier in Mittelhand, der hat noch Trumpf Ass und Lusche, weiß aber, dass die Kreuz 10 natürlich gleich noch kommen kann, taucht deswegen, um die Überstichgefahr aufrechtzuerhalten, und damit bin ich im Prinzip schachmatt. Hier fällt Karo Bube, es sind zwar erst 19 Augen, aber wunschgemäß kommt jetzt die Kreuz 10, das ist der siebte Kreuz, hinter mir steht das Trumpf Ass bereit zum Überschlag. Ja, und nun sitze ich erstmal da und sondiere meine Möglichkeiten. Also, wenn ich klein steche, wird sicher übergestochen auf 40 Augen, und was ich natürlich ebenfalls mit ziemlich großer Sicherheit vermute, ist, dass die Pik 10 hier hinter mir steht, dass der Spieler, nachdem er Kreuzbuben rausgenommen hat, aus seiner 10 zu dritt etwa gespielt hat. Sonst wäre womöglich der Spieler in Vorhand nur mit der 10 rangegangen. Das ist also die relativ natürliche Annahme, dass die Pik 10 hinter mir sitzt. Wenn das so ist und ich klein steche, wird eben übergestochen auf 40, Pik 10 wird angeboten, und ich kann nicht gewinnen, weil ich dann selber mit Herz Lusche 10 antreten muss. Wenn ich Herz 7 abwerfe, andererseits, dann wird eben die Pik 10 direkt gewimmelt, 39 liegen, und ich hänge immer noch in der Herz 10, ist also auch nicht zu gewinnen. Was bleibt mir noch über? Ich muss das Ding erstmal hoch festhalten. Soweit habe ich es mir überlegt, und ja, das hat mir eben hier das Ausschlussverfahren gesagt. Dann einfach Trumpf klein rausspielen und hoffen, dass es noch irgendwie reicht, dass die anderen vielleicht auch einen kleinen Stockfehler machen. Nun bekam ich von Hinterhand die Herz-Dame. Interessanterweise, warum gibt er mir ein Bild? Weil die Karte eben so verteilt ist, dass er gar nicht mehr anders kann. Und hier aufgrund dieser Herz-Dame, die ich jetzt auch noch nicht ganz richtig, sage ich mal, zu würdigen wusste, ist die Restverteilung an sich klar. Es kann jetzt nur noch so sitzen, dass hier natürlich das Trumpf Ass ist, das ist bekannt. Nur noch ein Herz, der König sehr wahrscheinlich, das Ass wäre zwar noch theoretisch denkbar, aber nicht wahrscheinlich, weil der Spieler sich dann das Herz Ass jetzt blank gestellt hätte, obwohl er weiß, dass ich in mindestens zwei Herzen sitze. Und eben Pik König 10, das ist die einzige Begründung, warum jetzt schon die Herz-Dame gewimmelt wurde. Und entsprechend hat der Spieler in Vorhand noch Herz Ass, Lusch, Lusch und Pik Dame. So, ich war jetzt meinem ursprünglich gefassten Plan, bin ich treu geblieben, habe jetzt Trumpf rausgespielt, es fiel Karo Ass, und jetzt hat sich hier der Spieler in Vorhand irgendwie ein wenig kurios vergaloppiert. Er wollte die Pik Dame noch als Übergangskarte halten, falls ich jetzt eben nicht beide Pik Luschen gedrückt habe und mein Partner noch eine Pik Lusche hat, damit er ihn, und dafür vielleicht kein Herz mehr, damit er ihn auf der Pik Dame noch anspielen kann, und hat deswegen hier nur die Herz Lusche reingelegt auf 30 Augen. So, das war noch gar nicht, also das war noch nicht die Niederlage für die Gegner oder mein Sieg. Der Spieler hier hätte es jetzt immer noch retten können, wenn er jetzt genau den Pik König erwischt. Pik König, Pik Dame, dann, wenn ich dann steche, reicht es mir natürlich nicht, weil ich noch über 30 Augen abgebe. Wenn ich dann abschmeiße auf 37, kommt danach Herz König, Herz Ass, Herz 10. Das heißt, das Spiel ist platt, aber der Spieler hier hat im Leben jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass hier noch ein Bild sitzen könnte, weil er eben 0 Augen auf Trumpf bekommen hat, hat jetzt im Prinzip ein bisschen frustriert, könnte man sagen, das Spiel quasi aufgegeben, die Pik 10 einfach angeboten. Natürlich macht er noch den Zwischenzug in Pik, weil er weiß, dass ich zwei Herz habe. Pik 10, Pik Dame, ich konnte stechen, genau auf 61. Glücklicherweise 30 hatten die anderen liegen und bekommen jetzt hier noch 21 in Herz plus die beiden Könige, 59. Ja, das war also dann sehr glücklich, sehr kurios, einigermaßen interessant. Kann man mal sehen, auch in der Bundesliga, die Spieler vergaloppieren sich manchmal und sind in ganz anderen Richtungen unterwegs. Dann kommt es einfach zu so Missverständnissen. Und wenn wir jetzt hier nochmal einen ganz kleinen Moment zurückgehen, Pik 10, Pik Dame, Karo Dame und noch einen Stich weiter, nicht den, sondern diesen hier, wo ich hier Trumpf rausspiele, dann muss man eben sagen, dass auch ich gar nicht ganz optimal gespielt habe. Wie ich schon sagte, ich habe hier die Herz-Dame, die in diesen Stich fiel, nicht genug zu würdigen gewusst, denn sonst musste mir die Restverteilung, oder sagen wir, könnte mir die Restverteilung klar sein. Und dann ist eigentlich die bessere Fortsetzung, als hier Trumpf rauszuspielen, Herz-Lusche rauszuspielen, die dann, weil da zwangsläufig folgender Stich fällt, Herz König, Herz Lusche,
auf erst 23. Und jetzt ist das Spiel immer noch verloren, wenn eben Pik König kommt, aber nur wenn Pik König kommt. Pik König, Pik Dame ist die gleiche Situation wie eben, dann kann ich mich nicht wehren. Das heißt, der Spieler hat jetzt aber eine viel größere Chance, da er die Pik-Damen-Wimmlung noch nicht bekommen hat, einfach einen Fehler zu machen. Wenn er etwa Trumpf Ass direkt abzieht, werde ich immer Herz Ass bekommen oder Herz 10, falls Herz Ass direkt gewimmelt wird. Und wenn er Pik 10 zieht, bin ich eben mit Pik Dame auch zu Hause. Das heißt, mit diesem Zug, mit Herz Lusche raus, hätte ich es den Gegnern noch eine Ecke schwerer gemacht. Ja, kurioserweise hätte ich dann vermutlich bei den guten Spielern das Spiel verloren und konnte mich jetzt nur, obwohl ich selbst nicht den besten Zug gefunden habe, durch so ein Missverständnis ins Ziel retten. Was lernen wir daraus? Skat macht Spaß, Skat ist einfach super geil und am allergeilsten ist es, wenn du so ein Spiel, was an sich schon abgeschrieben ist, dann gerade noch durch irgendeinen Kniff oder irgendeinen Verlauf, den du dir gar nicht vorstellen konntest, genau auf 61 gewinnst. Das, ihr seht das hier, zaubert mir noch zwei Tage später so ein Grinsen ins Gesicht und das ist eine Erfahrung, die solltet auch ihr euch nicht entgehen lassen. Ran an die Karte, kann ich euch nur sagen, und versucht in diese erste Liga reinzukommen, denn da knirbelt und zwirbelt es besonders. Das ist einfach ganz großes Kino, was ihr da erleben könnt. So, dann hoffe ich, ihr habt einen guten Start in die Woche erwischt, habt jetzt eine noch bessere Fortsetzung nach dieser Partie. Wir sehen uns bald und bis dahin wünsche ich wie immer gut Blatt.